Person 1. Ich kenne fast jede Ecke in der Stadt, weil ich durch meine Arbeit überall hinkomme. Ich bin Fahrradkurier. Mein Arbeitsplatz sind die Straßen von Leipzig. Ich kenne alle Ecken, nicht nur die bekannten Straßen in der Innenstadt oder die Hauptstraßen mit viel Verkehr. Ich transportiere Dinge bis maximal 5 Kilo in meinem Rucksack. Oft bin ich für Apotheken unterwegs und bringe Medikamente oder ich fahre für Betriebe und Büros. Ich kenne inzwischen die schnellsten Wege von A nach B. Navi und GPS brauche ich nur selten. Vielleicht für eine Adresse ganz am Rand der Stadt. Ich wohne in einer Straße mit vielen alten Häusern. In meinem Stadtviertel wurden inzwischen viele Häuser renoviert, aber das Haus, in dem ich wohne, noch nicht. Und es hat keinen Aufzug. Aber dafür ist die Miete ziemlich günstig. Leipzig ist einfach meine Stadt. Ich möchte nicht weg von hier. Person 2. Ich bin nach Leipzig gekommen, weil mich die Firma hierher geschickt hat. Zuerst habe ich gedacht, dass ich nicht lange bleibe. Aber dann habe ich schnell eine Wohnung in einem schönen Viertel gefunden. Die ist auch billiger als in Berlin. Die Lage ist gut und der Weg zur Arbeit ist auch viel kürzer. Mein Büro liegt mitten in der Fußgängerzone. Das ist praktisch. Jetzt bin ich schon 3 Jahre hier und mag die Stadt inzwischen richtig gern. Nach der Arbeit treffe ich mich oft mit Freunden. Es gibt so viele tolle Cafés in Leipzig und schöne kleine Läden mit interessanten Schaufenstern. Ich wohne jetzt richtig gern hier. Als Berlinerin habe ich zuerst gedacht, dass es in Leipzig langweilig ist. Aber es gibt eine richtig gute Szene für Musik und Kunst. Das Kunstkraftwerk oder das Kunstzentrum Spinnerei oder auch das Werk 2. Dort, wo früher die Industrie war, gibt es jetzt Clubs und Galerien. Das Angebot an Musik ist echt riesig. Jeden Tag ist etwas los. Ich bin besonders gern im Werk 2. Die Konzerte, die Atmosphäre auf dem alten Fabrikgelände, die Kneipe, die Leute. Das ist einfach toll. Person 3. Ob die Leute Leipzig jetzt gut oder schlecht finden, ist mir egal. Ich fühle mich hier wohl. Ich lebe ohne Auto, aber ich fahre für mein Leben gern Motorrad. Am Wochenende mache ich allein oder mit meinen Kumpels Touren in der Umgebung. Ich liebe die Geschwindigkeit, das Tempo auf einer Straße mit vielen Kurven. Was kann schöner sein? Es gibt auch super schöne Seen in der Region. Und mit dem Motorrad bin ich schnell dort und brauche nicht lange einen Parkplatz zu suchen. In der Stadt bin ich oft öffentlich unterwegs, mit Bus und Straßenbahn. Ich wohne in einem Hochhaus am Stadtrand. Also der Stadtteil und die Lage sind ja nicht so schön, aber ich wohne gern da. Ich habe vom 11. Stock eine schöne Aussicht und die Nachbarn in den beiden anderen Wohnungen auf unserem Stock sind einfach super. Wir kennen uns und wenn jemand was braucht, dann helfen wir uns auch gegenseitig. Ich will auf keinen Fall von hier weg, auch weil ich 2 total coole Billardkneipen bei mir in der Nähe habe. Das ist neben dem Motorrad das Wichtigste. Mit meinen Kumpels Pool oder Snooker spielen und dann vielleicht noch durch 1 oder 2 andere Kneipen ziehen. Was will man mehr? Die nächste Nachricht betrifft die beliebte Frage, welche Städte die höchste Lebensqualität haben. Die US-amerikanische Firma Kesey hat eine Studie veröffentlicht, in der die Work-Life-Balance von 40 ausgewählten Städten untersucht wurde. Dabei wurden die Themenbereiche Intensität der Arbeit, Institutionen der Gesellschaft und Lebensqualität der Stadt untersucht. Das Ergebnis dieses Städterankings ist auf den ersten Blick vielleicht überraschend. An der ersten Stelle liegt nämlich die finnische Hauptstadt Helsinki. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen hier die meiste Elternzeit, nämlich zusammen 1127 Tage und sie haben 30 Urlaubstage im Jahr. Die Arbeitszeit ist im Durchschnitt 40,2 Stunden pro Woche. Das ist im internationalen Vergleich recht wenig. Dazu kommt ein gutes Gesundheits- und Bildungssystem. Die vielen Grünflächen in Helsinki und die Lage am Meer tragen auch dazu bei, dass die Stadt auf den ersten Platz kam. An der zweiten Stelle liegt München. München punktet besonders damit, dass die Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich sehr niedrig ist. Im Gegensatz zu Helsinki haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber nur 20 Tage Urlaub pro Jahr. Die Menschen in München können sich sehr sicher fühlen. Die öffentliche Sicherheit hat München den 2. Platz gebracht.
Auf Helsinki und München folgt an der dritten Stelle die norwegische Hauptstadt Oslo. Die durchschnittliche Arbeitszeit ist nur 38,9 Stunden pro Woche. Dahinter liegt Hamburg auf Platz 4 und Stockholm auf Platz 5. Stockholm hat besonders wenig Luftverschmutzung. An der sechsten Stelle liegt Berlin. Der Freizeitwert hat Berlin besonders viele Punkte gebracht. Nach Berlin folgt Zürich auf Platz 7. Die Grünflächen und der Zürichsee haben viel zu dieser Platzierung beigetragen. Außerdem das gute Schulsystem. Barcelona liegt auf Platz 8 und Paris auf Platz 9. An der zehnten Stelle ist das kanadische Vancouver gelandet. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wo Wien liegt, das in anderen Städterankings oft auf den vorderen Plätzen landet. Wien war nicht unter den 40 Städten, die für die Studie ausgewählt wurden. So, nun geht es weiter mit Musik, und zwar dem neuen Hit von... Liebe Hörerinnen und Hörer, gerade haben wir von einem internationalen Städteranking berichtet. 4 Städte aus den deutschsprachigen Ländern liegen dabei in den Top 10, genauer sogar unter den besten 7. Heute haben wir Gäste zugeschaltet, die in den Städten München, Hamburg, Berlin und Zürich leben oder lange gelebt haben. Frau Lea Winter aus München. Grüß Gott. Herrn Jens Ende aus Hamburg. Moin. Frau Jella Bosovic aus Berlin. Guten Tag. Und Herrn Urs Odermatt aus Zürich. Grüezi. Schönen Tag Ihnen allen und danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Beginnen wir gleich mit Ihnen, Frau Winter. Lebt es sich wirklich so gut in München? Ja, in München kann man sehr gut leben, keine Frage. In der Studie heißt es auch, dass München eine Stadt ist, wo man besonders sicher lebt. Das glaube ich allerdings nicht. Es gibt auch in München Ecken, wo ich mich sehr unsicher fühle. München liegt in dem Ranking aber so gut, weil die Arbeitslosigkeit niedrig ist. Das ist natürlich schön. Das heißt aber auch, dass immer mehr Menschen in München arbeiten wollen und eine Wohnung brauchen. Die Mieten und die Preise für Wohnungen sind deshalb extrem hoch. Die Attraktivität der Stadt hat schon zwei Seiten. Eine gute und eine weniger gute. Gilt das so ähnlich auch für Hamburg, Herr Ende? Na klar. Man hat in Hamburg viele Wohnungen gebaut. Im Hafenviertel. Aber die sind schon sehr, sehr teuer. Aber Hamburg ist auch auf diesem guten Platz, weil es ein gutes Sozialsystem gibt. Die Stadtregierung versucht, ein attraktives Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger zu machen. Für die Kinderbetreuung, für sozial schwache Personen, für Leute mit weniger Geld. Das finde ich so toll an Hamburg. Und natürlich ist die Stadt für Besucher attraktiv. Mit dem großen Kulturangebot, dem Hafen, den Geschäften. Das bringt der Stadt auch Geld und Wohlstand. Und das Alltagsleben ist ziemlich entspannt, finde ich. Gibt es auch etwas Negatives in Hamburg? Also, das Hamburger Wetter ist ja bekannt, leider. Darf ich es sagen? Das Hamburger Schiedwetter, also viel Regen und Wind. Das hat zum Glück keine Rolle gespielt bei diesem Ranking. Und nun zu Ihnen, Frau Bosovic. Was sagen Sie als Berlinerin dazu, dass 2 andere deutsche Städte vor der Hauptstadt liegen? Das ist mir echt egal. Ich finde die beiden Punkte sehr schön, die Berlin nach vorne gebracht haben. Der erste Punkt sind die tollen Freizeitmöglichkeiten. Von Clubs über Kulturangebote bis zu Grünflächen und Seen. Welche Großstadt hat denn schon sowas wie den Wannsee so nah? Der zweite Punkt ist für mich als Arbeitnehmerin noch viel wichtiger. Viele Firmen beginnen recht spät am Morgen. Der durchschnittliche Arbeitsbeginn ist um 9.53 Uhr. Das ist doch toll. Stimmt. Erreicht Zürich auch einen so guten Platz, weil man länger schlafen kann? Was meinen Sie, Herr Odermatt? Nein, davon weiß ich nichts. Eher liegt Zürich vorne, weil es kaum Arbeitslosigkeit gibt. Die Grünflächen bringen Zürich ebenfalls Punkte im Ranking. Die sind schon sehr schön. Und natürlich der Zürichsee. Dazu kommt, dass das Schul- und Gesundheitssystem in der Schweiz sehr gut ist. Was die Work-Life-Balance betrifft, da ist Zürich nicht so gut. Hier arbeiten die Arbeitnehmer im Durchschnitt 42,9 Stunden pro Woche. Länger als in vielen anderen Städten und Ländern. Zürich ist aber auch eine Stadt, wo das Leben sehr teuer ist. Trotzdem haben diese beiden Punkte es nicht geschafft, das Ergebnis nach unten zu ziehen.
Vielen Dank. Jetzt haben wir einen ersten Eindruck bekommen, was für dieses Ranking wichtig war. Wir reden gleich noch weiter über das... Ich wohne in Köln. Mir gefällt die Stadt sehr gut. Ich verstehe allerdings nicht, warum sie in sämtlichen Rankings immer so weit hinten liegt. Ich kann mir keine schönere Stadt vorstellen. Warum gefällt es mir in Köln so gut? Die Antwort ist ganz einfach. Hier gibt es schöne Museen, viele gute Theater und Kinos, kleine Cafés, den Rhein mit den vielen Schiffen und. Noch wichtiger ist, dass hier meine Freunde wohnen. Außerdem habe ich eine sehr gute Arbeitsstelle. Gut gesagt. Schweizerdeutsche Ausdrücke. Entschuldigung, ich suche eine Autowerkstatt. Eine Garage. Also hier in der Nähe ist leider keine. Aha. Und wissen Sie, wo man hier Fahrräder leihen kann? Velos gibt es gleich hier um die Ecke bei Zürich Rolt. Ah, danke. Entschuldigung, ich brauche noch einen Fahrschein. Billets gibt's hier am Automaten. Darf man hier parken? Nein, parkieren ist hier nicht erlaubt.